Ein Mann könnte mit dem Vorfall im Zusammenhang stehen. Er hatte eine interessante Verbindung zur Washington-Familie. Offenbar warnte er sie vor der Durchführung des Bauprojekts in Blackwood Pines und behauptete, das Land wäre seinen Vorfahren heilig. S. I. S. T. Schwester? Frag, wessen Schwester? Josh, das ist bestimmt... Welche Schwester ist es denn? Ah! Lauf! Ah! Oh mein Gott! Ash! Hey! Komm her. Vielleicht habe ich ja auch ein Händchen für dich. Ja, oh mein Gott. Miris kennt die Abkürzung. Was zur Hölle war das? Bär ganz sicher nicht mehr. So, wir müssen mal wieder ein bisschen schnell sein. Na super. Wir haben gerade doch wieder den sicheren Weg gegangen. Aber wir dürfen keine Zeit verlieren. Oh, jetzt aber hier. Einmal rüber. Stunden das? Oh, da haben wir die Jessica. Jess! Ist die da runtergekommen? Nein! Na dann, geht's einmal abwärts. Ach du Scheiße! Fuck. Oh! Das war eng. Okay, die Knarre haben wir wieder. Die Lampe auch. War die nicht gerade aus? Einmal unten durch. Einmal oben drüber. Und hier nochmal. Okay, balancieren, springen. Ja, komm, springen ist wohl ein bisschen besser. Oh, hui, das ist immer so eng bei mir. Quicktime bin ich eigentlich nie so gut, aber irgendwie funktioniert es gerade, aber nur ganz knapp. So, nun Weg folgen, runterrutschen. Ist die Frage, wo sie halt hin sind. Folgen wir den Weg runterrutschen? Ich weiß es nicht. Komm, ein bisschen Action hier. Wow. Habe ich das gerade nicht erwischt? Eigentlich schon. Ja, die Lampe ist aber stabil. Ja, nimm sie doch. So, okay. Wo zur Hölle sind wir? Irgendeinem runtergekommenen... Keine Ahnung, sieht fast was wie so eine alte Fabrik oder so. Halt alles aus Holz. Was war hier mit Aufzügen? Hier hinten haben wir nichts. Na, super. Okay, kommen wir hier hin. Das war ja klar, natürlich nach unten. Rennen können wir eigentlich nicht. Unsafe keep out. Ja, super. Hat er was geblinkt? Oh, okay. Was für ein Totem haben wir denn hier? Okay, Michael mit einem... Sah ich fast schon aus wie ein Wolf. Weiß, glaube eher nicht so ein Hund. Weiß nicht, konnten wir es vielleicht nicht ganz so gut erkennen.
Würde er sagen, Richtung, eher so eine Wolfsgattung war das. Und wir dürfen hier rein. Jessica! Aber wir sind richtig. Vor allem der ist halt voll im Bild. Ich sehe gar nicht viel. Fehlt uns auch eine Falle? Das kommt mir gerade so ein bisschen hier in den Kopf rein. So, hier haben wir doch sicherlich auch noch irgendwas, oder? Irgendwo ein Hinweis oder so. Ja, schauen wir ganz kurz. Das Miese ist, es blinkt gar nicht so schnell immer auf. Das Handy wieder. Oh Gott! Nein, Jessica! Oh Gott! Jess! Jess! Bist du okay? Hilfe! So, nimm sie doch, bevor ihr... Jessica! Was zur Hölle? So, ich hab's doch gesagt, bevor ihr irgendwas... runterfliegt. So, wieso geht er nach oben? Ich bin nach unten gegangen zur Jessica. So, oh, wir dürfen einmal klettern. Okay, sicher schnell. Drauf geschissen. Okay, es geht auch schneller, oder? Wir sind schon auf dem schnellen Weg. Sieht auch ein bisschen langsam aus. Okay. So, weiter oder da links rüber? Nein! Verdammt! Okay. Puh, das war eng. Okay, ja, wir gehen, glaube ich, wieder hier rüber. Was macht er mit der Waffe? Du musst nicht fallen lassen. Wieso läuft er so gemütlich? Habe ich den nicht getroffen? So, komm, schießen ins Bein oder so. Sieht nicht ein bisschen aus wie die Ashley? Gott, verdammt! So ein bisschen, der Mütze und so. Verklemmter Haufen Schrott! Nee, ist sie nicht. Scheiße, ich immer so schlapp! So. So, Streichhölzer haben wir dabei. Oder woher haben wir jetzt plötzlich das Zippo? In der einen Hütte haben wir Streichhölzer gesucht, aber ich habe ein Zippo dabei. Mensch, Mikey, bist du vergesslich. Nicht vielleicht das Sanatorium? Oh, oh, was zum... Oh. Oh. Oh nein. Ashley! Was mir gerade so ein bisschen auffällt, wenn ich hier jetzt mit dem Chris liege, ja, und der Michael da draußen einem hinterher, dann sind das zwei Leute, wo hier eigentlich rumgeistern, oder? Kann nicht sein, dass sie hier so schnell sind. Das müsste doch zur gleichen Zeit hier gehen. So, hier haben wir einmal Blut und einmal, was haben wir denn hier? Nicht gut, nicht gut. Da ist wieder so ein kleiner Gelbbeutel. Okay, wo
zur Hölle ist er hin? Weiß ich hier die Türe weiter oder gibt's hier noch irgendwas? Was haben wir hier hinten? Ich glaube nur ein Regal. Sah fast aus wie eine Treppe oder so. Hier komme ich gar nicht weiter. Ach so, weiter. Blöde Kamera halt. Hier haben wir gar nichts. Ich glaube, wir haben auch hier ein bisschen Zeit. Können wir uns mal ein bisschen besser umschauen. Aber wir haben halt auch gar nichts. Wir haben nur die blöde Taschenlampe. Wenn da wieder der komische Verrückte mit der Maske kommt. Was haben wir hier eigentlich? Hier oben? Was ist eigentlich das für eine komische Maske? Überall sind ja Masken. Hm. So, was haben wir hier? Natürlich noch alles ein bisschen zugedeckt. Hier könnte doch vielleicht auch irgendwo ein Totem liegen. Irgendwie immer so, wenn es wechselt, am Anfang irgendwo liegt meistens ein Totem rum. Das sind ja eigentlich die wichtigsten, aber ich sehe jetzt eigentlich gerade nichts. Deshalb schauen wir mal hier weiter, oder? Was zum Teufel? Oh. Immer die Vögel, hey. Was haben wir hier? Oh, Blut an der Wand. Oh, shit, nein. Oh. Ja, das ist, glaube ich, nicht von dem komischen Maskenmensch. Und drüben. Oh, Moment mal. Weiß nicht, wie sieht's aus? Geht eher so nach rechts weg, oder? Also hier hinten. Ja, okay, haben wir, glaube ich, gar nichts mehr. Kann mich gar nicht richtig bewegen, jo. Weil da nichts ist. Ash! So, Totem. Nirgends. Ja, schon nach draußen gegangen. So, hier haben wir auch nur was im Weg. Kann man nicht nach hinten laufen, deshalb dürfen wir hier runter. Wo sind eigentlich die anderen? Emily, Josh, Matt, Sam. Das sind alle irgendwie komischerweise so ein bisschen weg. Wir dürfen wieder in den Wald reinlaufen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Haben wir irgendwo eine Spur oder so? Oh, hier. Ah, sieht man gerade ein bisschen blöd. Hier auf dem Boden ist eine Blutspur. Ashley! Da können wir die einmal ganz gut folgen. Ist jemand da, Ashley? Tja, ob die noch groß antworten kann, ich weiß nicht. Das ist ja ganz schön viel Blut. So, und was haben wir hier jetzt? Zwei Wege. Nach links geht's aber einmal dem Blut weiter. Oh je, was ist da vorne? Was zum Henker? Ja, was zur Hölle soll das? Wer tut sowas? Oh Mann, oh Mann. Wieso war das Gefühl nicht los, dass irgendwie was mit dem Psychiater ist, wieso gerade in die Clownsmaske? Oh shit. Na lecker. Geköpftes Schwein. Was bringt mir der Hinweis? Hier hinten hat noch was geblinkt. Hier haben wir jetzt mal mein gesuchtes Totemstück. Ah, lecker. Todestotem. Meine Lieblinge. Irgendjemand wird aufgehängt. Aber man sieht halt absolut gar nicht wer. Wir sind jetzt eine Blutspur gefolgt. Die aber vom Schwein wohl war, oder? Alter, diese scheiß Figur. Kann man nicht irgendwie umhauen. So, wir dürfen wieder zurücklaufen. Und dann haben wir die andere Richtung. Es hat mal wieder Zeit gekostet. Aber hier ist auch eine Spur. Okay. Seltsam, seltsam. Ash! Schau gerade, ob irgendwo was blinkt. Ein paar Raben sind da.
Alter, hier ist so dunkel. Ja, schon mal ein bisschen hier rumleuchten. Hier sieht man kaum was. Hm. Ash! Ich wollte gerade sagen, irgendwie ist verdammt still. Jetzt geht gerade wieder irgendwas los. Die Spannung baut sich wieder mehr auf. Da hinten ist auch irgendein Licht. Eine Hütte. Ashley? Ja, da wurde zur Hölle Geist schon irgendwie rum. Hier irgendwas? Hier sind glaube ich noch Steine auf dem Boden. Was ist denn das für eine Hütte? Da haben wir doch... Moment mal. Wir gehen mal rein. Irgendwie kommt mir das... Wir haben ja hier... Hier haben wir so ein paar Hinweise. Tralala. Was haben wir hier? Der Unbekannte. Okay. Hier haben wir doch die Totem. Okay, wir haben einmal das Todestotem. Das war mit der Ashley, war das doch. Glaub, war das das hier? Nee, das... Oh, okay, das war ganz am Anfang. Ja, okay, wir sind auch bei Führung. Nee, das war bei Verlust oder Gefahr. Das war die Emily, wo verbrennt. Keine Ahnung, ob das schon passiert hätte können oder nicht. Ich weiß es gar nicht. Sondern mir geht es um das hier. Hier die Ashley. Hier der Mann, wo uns eigentlich auch schon niedergeschlagen hat. Und ich meine... Schau es dir mal an. Ich weiß nicht, passiert das vielleicht da drin jetzt in der Hütte? Aber dann hat die ja eine Taschenlampe. Ne, die Taschenlampe haben wir ja eigentlich schon. Also eigentlich ist das wohl vielleicht schon passiert. Irgendwo ein Hinweis? Da oben hocken wieder die Raben, ey. Ich frage, muss ich hier rein? Soll ich hier rein? Oder kann ich auch weiterlaufen? Wir schauen mal kurz rein. Oh. Hängender Körper... Ich höre doch irgendwas. Aber irgendwie von links. Diese blöde Kamera, hey. Ash, ich bin hier. Wo bist du? Ich weiß es nicht. Bist du okay? Hey. Gott, verdammt. Alter, dieser blöde Käfig. Ich komme, Ash. Red einfach weiter nach hinten. Was ist passiert? Hallo. Und danke, dass ihr alle gekommen seid. Heute führen wir ein kleines Experiment durch. Einen Test. Und für dieses Experiment brauchen wir die Mithilfe unserer beiden Testpersonen. Joshua und Ashley. Oh mein Gott. Aber wir brauchen noch einen mutigen Teilnehmer, der entscheiden wird, welche Testperson überlebt und welche stirbt. Oh nein. Oh mein Gott, oh mein Gott, Chris. Lass mich sofort hier runter, du Psychopath! Bitte, bitte beruhigt euch alle. Es ist ganz einfach. Christopher, direkt vor dir befindet sich ein Hebel. Alles, was du tun musst, ist zu entscheiden, wen du retten willst. Oh, nein, bitte. Das kann nicht wahr sein. Scheiße, oh, nein! Oh Gott, oh Gott, das ist nicht fair! Okay. Alles ist bald okay. Kacke. Oh, Alter. Kumpel! Oh mein Gott! Nach. Einen Moment! Du lässt mich doch nicht sterben! Gib mir eine Sekunde, ich kann nicht denken, ja. Ja, das ist jetzt die Frage. Wen sollen wir retten? Josh oder Ashley? Eigentlich bin ich ja ein Gentleman, eigentlich müsste ich ja sagen. Ladies first. Ashley, du musst nicht sterben, ich hol dich da raus! Oh. Danke! Bitte nicht! Das ist Wahnsinn! Das ist krank! Das bin ich so, in der Hand, Chris! Bitte sag mir, jetzt muss ich nach links, okay. Nein, Chris! Oh nein. Ich dachte, wir sind Freunde, Mann! Ich dachte, wir sind Freunde! Sorry. Warum tust du das? Das ist Wahnsinn, bitte! Nein! Oh, Mann, das kannst du nicht tun! Was hab ich dir getan? Nein, nicht hinsehen! Oh, denn nicht, Chris, bitte sag mir, es
Jess, ich hol dich da runter. Psst, hör auf, bitte. Komm, komm, los, wir holen dich da runter. Komm, wir müssen hier raus. Psst, wir müssen weg, okay? Geht's dir gut? Chris, was ist passiert? Josh, was, Mann? Er ist tot. Direkt vor unseren Augen, Mann. Wovon redest du da? Er ist ein Psychopath. Psychopath? Oh mein Gott, wir müssen hier abhauen. Ich verstehe einfach nicht, was los ist. Er ist ein Psychopath und er hatte eine Säge und es hieß er oder Ash. Was sollte ich denn bloß tun? Sie hat ihn zersägt, überall ist sein Blut durch die Gegend gespritzt. Was? Oh mein Gott, Chris, was? Ich hab ihn getötet. Ich hab ihn getötet. Es war meine Schuld, Matt. Nein, nein, das ist verrückt. Wir müssen Hilfe holen. Einfach durchgesetzt. Hey, wir werden die Sache klären, Mann. Matt, wir müssen sofort Hilfe holen. Ich weiß nicht. Chris, sie hat recht. Wer weiß, wer der Nächste ist. Wir müssen hier weg. Ja, das ist das einzig Vernünftige. Wir holen Hilfe. Du willst dich doch nur selbst retten. Nein, ich will bloß nichts übereilen und uns am Ende noch alle umbringen. Such du die anderen zusammen und ich hole Hilfe. Mit Matt, ja? Okay. Wird es ziemlich heftig, nicht wahr? Läuft die Nacht so, wie du es gehofft hattest? Wo zur Hölle ist dein schöner Kaminofen hin? Und was ist denn da hinten eine Bärenfalle und was? Alter. Ja, läuft alles gut oder nicht? Ich weiß eigentlich nicht mal, wer ich bin. Bin ich jetzt so ein Psychopath oder bin ich ein Überlebender? Deshalb weiß ich nicht, ob es gut läuft. Wenn ich der Psychopath ist, dann läuft's gut. Ich denke mal, ich bin der Psychopath, oder? Und glaubst du, diese armen Menschen kriegen, was sie verdienen? Wer sind sie? Was wollen sie? Okay, ist gedacht. Wer ist eigentlich der überhaupt? Ich will dir doch helfen. Und dieses Spiel, das du spielst. Mir ist klar, dass es nicht gut für dich ist. Nicht gut für irgendwen. Und ich kann nicht sagen, dass du viel Nächstenliebe zeigst, so wie du spielst. Hast du jetzt vor, dich weiterhin an diesem Komplott zu ergötzen? Ja, schon wirklich über die Frage. Das sind so Fragen und Antworten. Ich weiß ja nicht, wer ich bin. Glaubst du überhaupt, dass ich echt bin? Das ist jetzt auch eine gute Frage. Vor allem die Hintergrundkulisse ist so seltsam, aber ich denke schon, er ist echt. Der Kern des Problems, alles läuft darauf hinaus. Kannst du wirklich noch den Unterschied erkennen? Ich glaube nicht.